Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Ich war vergangenes Wochenende auf meinem ersten offiziellen Turnier der neuen Season, einem League Cup in Berlin. Es waren letzte Season die Mid-Season Showdowns, jetzt wurde es halt umbenannt in League Cup. 15 Leute waren vor Ort und ich konnte das ganze Ding tatsächlich gewinnen. Generell möchte ich diese Season euch mehr mitnehmen, so, wenn ich mal auf einem Turnier war, und euch generell so Updates geben, welches Team ich aktuell zocke, etc. pp. Sprich, ich möchte versuchen, mehr transparent zu sein. Durch meinen Sieg habe ich 50 Championship Points bekommen und ein paar Booster, die ich am Ende des Videos auch öffnen werde. Zweimal so Preispacks, dann zweimal Stellarkrone. Ich glaube, das sind die neuesten, oder? Und einmal Nebel der Sagen. Genau, werde ich am Ende des Videos auch noch öffnen. Aber zuerst zeige ich euch mal das Team, womit ich angetreten bin und wie das alles so war. Kann sein, dass ihr hier ein paar Häkchen rausmachen müsst. Sprich, Häkchen nur bei VG Cups und VG Challenges drin haben. Dann sind das hier alle Turniere, wo halt VGC gespielt wird. Kamelsehen und Purpur. Zum Beispiel hier 21.09. ist in Stuttgart was. 22.09. in Osnabrück. 23.09. in Hannover etc. pp. Ne? Alles selbsterklärend mit Uhrzeit und die Event Page. Das dazu, und jetzt zeige ich euch das Team, womit ich angetreten bin. Das war nämlich das hier. Ne, nicht World, sondern hier Team 2. Meine Damen und Herren, ich bin aktuell tatsächlich ein Heraschei-Spieler. Es tut mir leid, ich bitte um Verzeihung, aber ich wurde nicht abgestochen. Ja, obwohl wir in Berlin waren, ich wurde nicht abgestochen, obwohl ich Heraschei gezockt habe. Ja, also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir waren insgesamt 15 Leute, sprich wir haben 4 Runden gespielt und die ersten 4 Leute sind in die K.O.-Phase eingezogen, dem sogenannten Top-Cut. Ich bin um Sackhaaresbreite als Viertplatzierter in die K.O.-Phase gerutscht und musste dann mich gegen den Erstplatzierten beweisen aus den 4 Runden. Im Finale habe ich dann gegen den Zweitplatzierten gespielt und das echt knapp gewonnen. Also, dass das Set nicht irgendwo online ist, ist echt schade, weil das war richtig, richtig krass. Das Lustige ist, das Team habe ich bereits in einer Rangkampffolge vorgestellt. Ich verlinke euch die Folge mal oben rechts und in der Videobeschreibung. Dort bin ich sehr, sehr detailliert drauf eingegangen. Und noch witziger finde ich halt, dass ich dann mit dem Team auch direkt das Turnier gewonnen habe. Mit einer Änderung oder zwei Änderungen? Egal, wir fangen an. Ich bin großer Fan von Lumiflora und Priduradon. Und das Lustige ist, ich spiele mein Priduradon mit Robustheit und Energiekraut. Standardmäßig zockt man den ja mit Offensivweste und Zähigkeit, aber ich zocke den halt mit Robustheit und Energiekraut. Das Lustige ist, Runde 1, mein Gegner, hat mich gefragt, ob das gewollt ist, dass ich Robustheit spiele. So, er wollte halt gucken, hast du einen Teamsheet-Error da irgendwie? So, nein, ich möchte wirklich Robustheit spielen. Alles cool. Es ist alles richtig. Das fand ich sehr, sehr witzig. Einfach weil, hier habe ich die Robustheit drauf und hier den Fokus-Code, was halt richtig, richtig geil ist im Lead, weil, ne, beide Mons überleben. So, safe. Die erste Runde. Außer der Gegner double-targetet einen Slot. Dann wiederum bekomme ich mit dem anderen Slot safe einen Angriff raus. Das könnte dann entweder ein Schlammwoge sein oder halt ein Stromstrahl oder ein Draco-Meteor, was wichtiger Chip ist für Heraschei und Nigiragi später, so dass sie dann das Feld cleanen. Auf der anderen Seite bin ich halt auch sehr schnell unterwegs mit Lumiflora und Priduradon. Warum bin ich schnell mit Priduradon unterwegs? Ich wollte dich nicht entfernen, es tut mir leid. Ich wollte auf Bericht gehen. Warte, ich pack dich mal hier nach oben, das ist viel besser. Ich spiele beide tatsächlich 0815, Full Speed, Full Spezialangriff. Und zwar beide. So. Das Lustige ist, mein Priduradon kann somit ein mäßiges Trikefalo outspeeden, was jetzt nicht vorgekommen ist, aber es ist lustig halt, dass ich einfach so random schneller bin als Trikefalo, obwohl Trikefalo halt richtig, richtig schnell ist. Deswegen ist der Lead auch gar nicht mal so langsam und es kommt sehr, 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 sehr selten vor, dass Runde 1 ein Mon hier direkt stirbt. So, also ich krieg, glaube ich, immer die ersten beiden Runden meine Hits raus, bevor ein Mon stirbt. Und dann kommt halt Dondoso rein, also Heraschei. Und cleart halt das Feld. So.
Bei dem Kollegen, ja, spiele ich halt den Fokus gut. Terra-Typ Pflanze, spiele ich auch Terra-Typ Pflanze drauf, by the way, weil ich hasse Hutsasa. Hutsasa ist ein Gemeinling, ich hasse dieses Viech, deswegen bin ich hier auf den beiden Terra-Pflanze drauf. So. Bei dem kann man auch auf Terra Stellar überlegen, bin ich ehrlich. Das würde mich, glaube ich, auch ein bisschen entlasten für Mindgames, welchen Slot Hutsasa eher Pilzsporen könnte. Weil wenn ich hier beide Terra-Pflanze habe, muss ich halt mal gucken, okay, was könnte denn mein Gegner als größere Bedrohung sehen? So. Wenn ich hier Terra-Stellar bin, dann kann der Gegner ja denken, okay, meine Pilzsporen, den Slot ist mehr wahrscheinlicher, weil hier kann ich Terra kristallisieren. So. Deswegen überlege ich hier Terra-Stellar drauf zu packen. Aber Turn 1 einen Stromschrall abzufeuern und dann Turn 2 ein Plus 1 Draco ist geil, bin ich ehrlich. So. Und hier ist die Überlegung, ich bin ja Letalwirbler. Letalwirbler sorgt dafür, dass ich beide Mons meines Gegners vergifte. Also es trifft beide und beide sind dann vergiftet. Bloß wenn mein Gegner mich physisch angreift, legen die T-Spikes, dann die Giftspitzen so. Bin ich im Best Case, habe ich direkt Turn 1 Giftspitzen auf dem Feld, bloß meine beiden Targets vor mir vergiftet. So, was wichtiger Chip-Damage ist für Heraschrei später. Ich habe aber das Gefühl, dass ich sehr, 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 sehr selten Letalwirbler drücke. Und bin deswegen am Überlegen, das rauszuwerfen für Matschbombe oder Juwelenkraft. So. Weil ich immer weniger halt in der Situation komme, Letalwirbler zu drücken und ich mehr vielleicht sowas wie Matschbombe brauche, weil meine einzige starke Giftattacke ist Schlammwoge und Schlammwoge trifft auch meinen Partner, was wiederum nicht so wichtig ist, weil ich ja Biduradon und Gladimperio habe. Die sind ja immun gegen Schlammwoge, so gegen Giftattacken. Aber wenn man Dragoran nebenan ist, was auch vorgekommen ist, vor allem im Finale musste ich, glaube ich, zweimal Schlammwoge drücken, was dann einmal mit Dragoran getroffen hat und meinen Heraschrei so. Ja, deswegen bin ich ja am Überlegen, die Talwimbler zu droppen. Aber das ist so der Plan mit den beiden. So stehen, bis einer von beiden stirbt und dann kommt Kollege Heraschrei rein. Gibt es hier noch was zu den Items zu sagen? Energiekraut habe ich gesagt, wegen Stromstrahl direkt. Lustig ist ja auch, wenn mein Gegner Regen zockt, dann brauche ich Energiekraut nicht so, ne? Aber dann außerhalb vom Regen habe ich dann trotzdem noch meinen Stromstrahl da, der dann direkt triggert wegen Energiekraut. Ist auch richtig, richtig lustig. So, und wenn die beiden ihren Job gemacht haben, sprich einfach alles angechippt, kommt der Endboss rein. Dozo Grip. Den zeige ich mit den Überresten, Terra-Typ Stahl tatsächlich und nicht Pflanze, weil ich finde, Pilzspore ist nicht das Problem. Pilzspore ist nur das Problem, wenn der Gegner Bizarro-Raum-Mode fährt. Dann ist Pilzspore das Problem. Aber ich muss ja nicht Heraschrei mitnehmen. So immer. So, ne? Das Team ist nicht darauf angewiesen, dass ich immer Heraschrei mitnehme. Deswegen. Und Stahl gibt mir eine Immunität gegen Clairsmog. Und wenn Clairsmog die einzige Heraschrei-Antwort ist meines Gegners, habe ich gewonnen. Also wirklich, ist sicher übertrieben. Wenn ich die Speed Control habe und Clairsmog die einzige Antwort ist, gewinne ich. So. Ferner spiele ich hier den Delegator drauf. Einfach weil, ne, da ich ja Lumiflora habe, legen ja wahrscheinlich die Giftspitzen auf dem Feld oder ich vergifte meine Gegner. Sprich, ich kann mit Delegator und Schutzschild abwechselnd halt Züge stallen. Und Giftschaden verursachen. Plus Delegator gibt mir halt die Immunität gegen Pilzspore. Plus Bedroher juckt mich dann nicht von Fuego. Und generell, wenn Fuego die Antwort ist mit Terra Pflanze, dann spamme ich einfach die ganze Zeit auftischen in den Slot. So. Dann ne, neutralisiere ich das halt immer. Und Erdbeben halt für weiteren Chipschaden, weil dann, guck mal, beide Targets sind vergiftet. Plus Erdbeben, plus zwei Chip. Ich Schutzschilde, ich Delegatore. So, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Manchmal ist es eklig. Manchmal dauert dadurch ein Game richtig, richtig lange. Ja, aber genau. Wird schon. Problematik ist, es laufen ja aktuell so Balance-Teams rum mit so Pixie, Gortrom, Primarene. Die sind ein bisschen nervig, weil Erdbeben auftischen ist halt ein bisschen schwierig. Auftischen trifft Pixie nicht, plus Erdbeben wird abgeschwächt von Grasfeld. So, da muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht überlegen, ob es überhaupt Heraschrei ist in dem Matchup. So, aber grundsätzlich sieht der ganz gut aus. So. Vor allem gegen Regenteams finde ich Heraschrei sehr, 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 sehr stabil.
EVs sind, ich habe den 212 Initiativ-EVs gegeben, dadurch ist der schneller als Gengar. Gengar ist ja somit der schnellste Dunkelnebel-User. Und genau, Full Attack. Einfach, weil der ist fett. Der lebt die Hits, die er leben muss, bis er dann down geht, so. Damit die anderen Monster ihren Job erfüllen. So. Ich habe 4 KP, 40 Spezialverteidigungs-EVs. Ich meine, das war damit Flächenmacht nach Überreste von Zielembrim mich nicht two-shottet. So. Und generell die Spezialverteidigung von Herrscher ist ja ein bisschen schwächer als die Verteidigung, so deswegen. Der braucht eher Spezialverteidigung als Verteidigung. Ich meine, der kriegt halt überall plus 2 so. Also der ist schon fett genug. So. Und Unkenntnis, weil. Oh, Setup dich doch, ich erdbebe dich einfach. So ne, vor allem. Glad Imperio zum Beispiel. Das ist ja gerade sehr beliebtes Schwertanz-Set. Juckt mich nicht. So, wegen Unkenntnis halt. Als Beispiel. So. Dann haben wir hier Nigiraki. Nigiraki habe ich auch 0815. Scheu, alles Spezialangriff, alles Initiative. Ich finde Scheu wichtig, weil ich schneller bin als Walschall Valmagnus. So, das hat mir tatsächlich ein Game gewonnen. Die Tatsache, dass ich den Walschall hatte, plus schneller war als sein Magnus. So, also ich würde den, wenn es ein Walschall-Set ist, immer Scheu spielen. Lehmbrühe, Draco, Meteor, Drachenpuls, Eissturm. Ich sag, man kann überlegen, Drachenpuls zu droppen für Schlafrede. Falls man mal in die Situation kommt, dass Herrscher eingeschläfert wird. So, beziehungsweise, nee, falsch gesagt, falls man in die Situation kommt, dass der Gegner mit dem 1-Slot Herrscher rausnimmt, dann kriegt ja Sasa eine Free-Pilzspore raus. Und wenn der die Free-Pilzspore auf Tatsugiri, also Nigiraki, rausbekommt, kann ich halt mit Schlafrede was machen. Und bestenfalls treffe ich dann Eissturm, Draco oder Lehmbrühe. So, das ist so eine zweite Überlegung. Hier spiele ich Terra Stahl. Einfach weil. Angenommen, ich kann Lumiflora, Bidoradon noch safen, beziehungsweise Lumiflora eher. Herrscher stirbt, ich habe meine Terra-Kristallisierung noch offen. Dann habe ich Lumiflora und Nigiraki auf dem Feld. Nigiraki mache ich dann Terra-Stahl. So. Und ja, Schlammwurge trifft mich dann nicht. Da kann ich Schlammwurge Draco-Meteor spammen, wie ein Psychopath. Was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Und ich resiste halt Mondgewalt. Terranormal kann man auch überlegen, weil dann kann der Gegner sich nicht for free mit Monetigo und Spukball locken, falls es ein Walbrin-Set ist oder Walschall und mit seinem Magnus nicht in letzte Ehre. Ja, aber Terra-Stahl hat mir tatsächlich schon ein paar Mal geholfen, was ja ein gutes Zeichen ist, so, dass es mir hilft. Ja. Und genau. So. Durchbein kam ich schon. Dragoran. Ich sag so, der Main-Vierer ist Lumiflora, Bidoradon, Herrscher, Nigiraki und die beiden sind so Matchup-Fix. Dragoran ist mein Baby, ich liebe den. Walband, gib ihn. Turbo-Tempo, Wutanfall, Erdbeben, Eiskreisel habe ich jetzt drauf. Eiskreisel gibt mir nochmal Flexibilität im gegen Bizarro-Raum-Teams, halt sehr wohl Grimanzo, was halt Turn 1 direkt das Feld wegbekomme, sprich, der hat kein Spread-Damage mit Flächenmacht. Erdbeben, auch eine kleine Synergie mit Lumiflora, falls ich mal die Giftstacheln selber legen muss. Ne? Ich meine, Lumiflora ist ja die Fähigkeit. Da steht ja nur, ey, wenn ich von einer physischen Attacke getroffen werde, legen die Giftspitzen auf der Gegnerseite. Kann ich ja auch selber machen. Wie mit Erdbeben zum Beispiel. Erdbeben, Terra Pflanze, so mit dem Kollegen Stühlschuh. Und dann legen die Giftspitzen auf der Gegnerseite. Schade um den Fokusgurt, aber ist ja auch eine Synergie, die wahrscheinlich eher so mal vielleicht in Game 3 oder so vorkommen kann. Falls der Plan des Gegners ist, ey, ich darf den nicht anfassen wegen Giftspitzen. So. Dann sag ich so, alles cool, Bruder, ich kann es ja auch selber machen. So. Er kam jetzt nicht vor im League Cup, aber dass man das so auf dem Schirm hat. Terra normal, Turbo-Tempo, knallt alles weg so. Ist, finde ich, sehr, sehr wichtig gegen sowas wie Primarene. Dass man den direkt auf Trugschlag, sag ich nur, auf Tiefschlag-Range bringt. One-Hitted leider nicht, aber gibt sehr viel Schaden. Und Wutanfall ist ein geiler Nuke-Button gegen so diese ganzen Balance-Teams. So.
so Oregon 2 zum Beispiel, Hutsasa, weil die wollen ja Turn 1 wahrscheinlich eher so, ne, Bizarro-Raum auf ganz entspannt legen und ich kann mal richtig erstmal so Löcher reinknallen mit Wutanfall und mich mit Glad Imperio dann Schwert dann Setup und dann mit Tieflag richtig austeilen, so. Genau. So. Das zu Dragoran, das ist halt sehr, ich habe ihn sehr fett gemacht von den EVs her. Was habe ich da? 180 KP, Full Angriff, seht ihr, hartes Wesen, 4 in die Verteidigung, 52 Spezialverteidigung, 20 Initiative. So. Ja. Einfach fett und halt aus, Konzentrator als Fähigkeit, dass ich nicht gemogelhiebt werden kann und bedroht. So. Dann haben wir Glad Imperio. Den zog mal Schutzbrille, Terra Unlicht, einfach das Hutsasa komplett weit gegen den. Ich kann mich setupen, Schwertanz plus 2 Terra Unlicht, Tiefschlag, gib ihn. Durch die Schutzbrille kann auch kann ich nicht redirected werden mit Wutpulver. Sprich, ich kann mich um den rechten Slot kümmern, so mit Tiefschlag, während Hutsasa ein bisschen weint. So. Ja, das ist der Job von Glad Imperio, auch ganz gut gegen die Zaro-Raum-Teams, ne, dass sie nicht vor Free Flächen Macht drücken können, sondern sie müssen mal auf Hitzewelle gehen oder sie müssen mal auf Zauberschein gehen. Und das überlebe ich ja ziemlich gut. Vielfaltspalter, Tieflag, Schwert und Schutzschild. Auch, wie mache ich, Digga. Achso, das sind schon die EVs, lol. EVs habe ich 244 KP, 228 Angriff, 28 Verteidigung, 4 Spezialverteidigung, 4 Initiative. Defensivinvestment ist wichtig, dass ich eine Fassade lebe von Ursaluna, wenn ich Terra kristallisiert bin. Also verbranntes Ursaluna, ich lebe immer eine Fassade. Genau, Siegeswille, die ganzen Bedroher-Pokémon, so, ja. Genau. Glad Imperio sehr, sehr wichtig gegen so die ganzen Porygon 2 Teams. So, die mit Primarene, mit Dunkelnebel auch sehr, sehr nervig werden können für Herashai, meine Damen und Herren. Generell auf dem League Cup habe ich sehr viel gegen Regen gezockt. Einmal tatsächlich gegen Bizarro Raum. Da war Eiskreisel ganz nett. Dann das wildeste Match. Das war dann noch mein Finalgegner. Ich habe ja in der Vorrunde, halt in der Swiss-Runde einmal verloren. Gegen meinen Finalgegner. So. Und ich dachte direkt so, Digga, das gewinne ich nicht. Weil ich das Matchup einfach horrible fand. Der hatte einen Ramot, Bull-Initiative, wodurch er halt mit Käfertrutz eine Attacke, die beide Targets trifft und mein Spezialangriff sinkt auf beide Targets, da sieht halt mein Lumiflora Briduradon Lied richtig, richtig alt aus. Weil er ist schneller, senkt den Spezialangriff auf beiden und ich habe direkt Robustheit weg und Fokus gut angeknackst. Sprich, der Lied ist es halt nicht. Weil ich musste richtig mit Herashai dribbeln. Was hatte er? Auch ein Herashai, aber ein Solo-Herashai mit Gena. So, Gena-Wellentackle, so, was halt einfach, ne, Solo-Herashai ist ja quasi auch ein sehr guter Herashai-Counter. Sprich, da musste ich halt auch extrem vorsichtig sein. Ich habe es mit Delegator gedribbelt bekommen, dass er mich nicht gähnt. So, und ich habe nicht Terra kristallisiert. Ja, und mit Lumiflora Schlammwoge halt so ein bisschen gedribbelt. Genau. Bundlebee hatte der, das war auch katastrophal. Bundlebee mit dem Fokusgurt und Grasfeld so mit Gortrom, sprich Erdbeben auf Order Up, also auftischen, trifft jetzt Bundlebee nicht so gut. Mondgewalt, Rückenwind, Pollenknödel, um seinen Mate zu heilen. Das war alles sehr, sehr nervig. Lumiflora hatte er auch, sprich Speed Ties waren auch leider da. Ja, es war einfach ein sehr anstrengendes Finale, was ich zum Glück dann auch gewonnen habe. So, und das finde ich halt krass, weil ich bin manchmal echt pessimistisch in Pokémon so. Also manchmal denke ich mir so, nee, scheiße, gewinne ich nicht, Matchup blöd. So, aber da muss ich mir auch selbst auf die Schulter klopfen, habe ich mir gezeigt, so okay, auch wenn das Matchup blöd ist, ich krieg das gedribbelt. So. Also generell versuche ich halt kopftechnisch ein bisschen selbstbewusster zu sein, was Pokémon betrifft. So, ich finde, ich muss mich auch nicht verstecken so und bin sehr, sehr froh, dass ich das auch noch direkt zeigen konnte auf meinem ersten Turnier und es dann direkt gewinnen konnte.
Trotz dessen, dass ich halt vorm Finale gesagt habe, ich gewinne das nicht. Ich weiß es nicht. So, ich muss aber auch sagen, vorm Finale habe ich mit Benny und Flo gequatscht, also Jonago und halt Nestlo so. Die waren nämlich auch da. Hab denen gesagt so, habt ihr irgendwelche Tipps so, wie ich das spielen kann? Und da hat Benny reingeworfen, ja, versuch mal Heraschei direkt früh zu bringen. Mit Lumiflora vielleicht. So früh halt mit Heraschei zu nerven, dass er nicht die Zeit bekommt, sich richtig positionieren, um dich halt so zu nerven mit Gena. Oder halt Rückenwind. Rückenwind war ja auch das Problem, weil er dann schneller war mit allem. So, den Tipp habe ich dann zu Herzen genommen und das war dann auch der richtige Ansatz. So, ne? Deswegen auch wichtig, Austausch mit anderen. Sehr, 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 sehr wichtig. Genau. Das war das Team. Lycode, Pokepaste. Ich packe euch alles in die Beschreibung. Ist auch im Video verlinkt, wo ich halt das Video, wo ich das Team geshowcased habe in Rangkämpfen. Ich finde das Team geil. Und jetzt würde ich sagen, machen wir jetzt noch diese Packs hier auf. So. Ich habe ja absolut gar keine Ahnung von TCG. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Stellarkrone das aktuellste ist. Falls es nicht der Fall ist, so. Falls es nicht das aktuellste ist, dann habe ich halt wirklich keine Ahnung, so. Aber ich meine, ich habe es gehört. Zum Beispiel Preisback Serie 4, Preisback Serie 5, so, Digga. Keine Ahnung. Wir machen das jetzt mal auf. Auch so diesen Kartentrick, so. Weiß ich auch nicht. Warte, meinen Ordner habe ich hier so, ne? Genau. Ich habe mir mal einen Ordner geholt, wo auch all meine ganzen Promokarten sind. So, Regionals. So, den Ordner habe ich auf einem Mid-Season Showdown gewonnen. So. Bin mal gespannt, ob die Sammlung heute ein bisschen Verstärkung bekommt, ne? In der Zwischenzeit, falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Oder. Ne, nichts, oder? Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten für Updates aus meinem Leben, Twitter, Insta, packe ich euch alles in die Videobeschreibung. Also wir haben Leuchtenergie. Wir haben Nirgendwo Sauger. Luftsiegelstein. Ey, da ist sogar dieses Logo da drauf, dieses Championship-Logo. Macht es die Karte dann selten? Ich weiß es nicht. Wir haben Klavion, oha, und einen elektrischen Generator, wow, und eine Basisenergie. Warte, die glänzt so. Die glänzt ein bisschen. Ist es eine Rare dann? Naja, elektrischer Generator, Basisenergie und zum Einlösen. Ja, falls es einer von euch braucht, hier, feel free. Ich brauche das halt nicht. Gut, also ich habe zwar keine Ahnung von Pokémon TCG, aber ich glaube, das Pack war scheiße. Außer Luftsiegelstein, Leuchtenergie, Nirgendwo Sauger, elektrischer Generator, das kann man richtig krass spielen. So. Eine richtig krasse Karte, I don't know. So, Preispack Nummer 5. Schauen wir mal, was uns jetzt, was wir hier bekommen, meine Damen und Herren. Wir haben den Konterfänger. Digga, was ist es denn mit den ganzen Geräten? Elektrischer Generator, Luftsiegelstein, Nirgendwo-Sauger, genau, Nirgendwo-Sauger, elektrischer Generator, jetzt haben wir den Konterfänger. Digga, ich bin hier, glaube ich, bei diesem Professor bei Luigi's Mansion. Ja, keine Ahnung mehr, wie der heißt. So, wir haben den Konterfänger. Wir haben Shugi, der Ganove. Wir haben Forschung des Professors. Cool. Wir haben... Oh! Oh mein Gott, oha! Warte, wait. Ich liebe Monetigo. Monetigo EX. Geil, der kommt so in die Sammlung. Oh mein Gott, voll die coole Karte. Ist sie was wert? Ich weiß es nicht. Warum zoomt der nicht? Immer noch Fokus auf mich. Egal. Monetigo EX. Zoom jetzt ran. Verdammt. Oh, kurz hat er rangezoomt. War der vielleicht so? Nee, er will nicht. Egal. Monetigo EX, hä? Richtig, richtig geil. Dann Basisenergie auch als... Alter, sieht voll cool aus mit dem Wassereffekt. Aber, oh, die ist so cool. Voll mit dem Championship-Logo. Ich sag, die ist das wert. Nochmal eine Basisenergie. Und wieder was zum Einlösen, oder? Oh, so. Falls einer von euch braucht, bitteschön. Ja, cool. Also, wir haben Basisenergie,
Ah, warte mal, guck mal, Klavian hat auch so geleuchtet. Okay, dann kommt Klavian auch. So. Ja, der Rest ist halt da. Ja, ich möchte euch gar nicht aufhalten. Ihr wollt die Packs sehen, ich will sie auch sehen. So, Stellar-Krone machen wir zum Schluss. Wir machen jetzt Nebel der Sagen. Der Sagen. Oh. So, dann mal hin. Wir haben ein sogenanntes Seemon. Der ist echt dick hier. Wir haben Knatox. Wir haben Hundemon. Wir haben außerdem ein Evoli. Okay. Wir haben Xerus Machination. Außerdem X-Bart. Leuchtest du? Nö. Aber X-Bart ist cool. Ist mein Lieblings-Gen 2-Pokémon. Fun Fact. Und Akademie bei Nacht ist jetzt nicht mein Lieblings-Pokémon. Aber mein Lieblings-Pokémon ist Janinas Geheimkunst. Die leuchtet. Genau. Janinas Geheimkunst ist mein Lieblings-Pokémon. Neben. Oh, Kyurem. Und der leuchtet auch. Ja. Plasma verderben. Dreifach Frost. Okay, coole Sache auf jeden Fall. Und außerdem haben wir ein Beatur. Oha! LOL, Beaturi EX. Ey, wir haben hier drei leuchtende Karten drin. Das ist ja lustig. Ich glaube, ihr dreht euch gerade an einem Grab, weil ich leuchtende Karten sage und nicht Rare, Super Rare, etc. Ja, ich habe keine Ahnung, Mann. Jedenfalls leuchtet hier Beaturi und ist eine EX. Basisenergie und wieder ein Code. So. Genau. Boah, von den drei Gefährten. Monkey Dory heißt auf Deutsch Benizaru. Der ist mein Liebling. Danach kommt Unino und dann kommt, glaube ich, Beaturi erst. Ja. So. Gut. Gut. So, jetzt noch Stellarkrone. Ich hab's gleich. Die Stellarkrone. Wir fangen an mit, aha, mit Wolli, Cute, Uwu, Mollunk. Na Gott. Oh, Zerupfel. Okay, gay, kantierter Apfel, so geil. Grillmark, ja, so hast Gefühle. Oha, Mewtwo. Aber einfach 0815 Mewtwo. Coole Sache. Ravel, ja, okay, respectable. Fiaro. Fiaro ist eine Nervensäge gegen das Team, weil der immer schneller als Heraschei ist und den dann ölichen kann. Also Fiaro mit Ölicht ist echt nervig. Nervig ist, genau, Knorga ist auch nervig. Den gibt's, weil du leuchtest, ne? Der leuchtet, guck mal. Wer auch leuchtet, ist Duraludon. Ich hab Riduradon im Team. Und du leuchtest Eisenfels. Zug. Oha, guck mal, da oben steht rechts Zukunft. Ja doch, das ist rechts. Und der leuchtet. Leuchtet der? Ja doch, der leuchtet. Der leuchtet. Eine Leuchtkarte. Cool. Basisenergie und wahrscheinlich dann die Sackbrot hier wieder. Genau. Ja. Okay. Warte, Knogger hat auch geleuchtet. Ja, genau. Ah, keine Ahnung. Ich kann die gefühlt alle verschenken und so. Naja, einmal Stellarkrone haben wir noch. Und by the way, kriege ich ein Lob dafür, wie ich die ganzen Packs immer aufmache. Guck mal, hier noch alles voll clean. Auch bei denen alles noch voll clean. Wie war ich bei dem? Auch noch alles clean. So. Was ich auch machen kann, ist riechen. Riecht es nach frischen Karten? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Oh mein Gott, ja! Oh, ich habe jetzt früher Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt und dieser Geruch von frischen Karten in Boostern. Boah. Boah, ich krieg gerade so nostalgische Flashbacks. Na gut. Wir haben erstmal wieder noch die Hülle. Außerdem, meine Damen und Herren, haben wir nochmal Knatox. Lilip.
Amo, du Süßmaus. Datiri. Okay, fehlt noch Datignis. Das wir aber nicht bekommen. Höhlensystem 0. Hä? Kravell schon wieder. Leuchten aber alle. Leuchtest du? Nee. Wir haben Knattertox. Oha, der leuchtet aber auch nicht. Du leuchtest, Meditier. Aber du bist wahrscheinlich weg. Schildfossil leuchtet auch. Okay. Oha, Schlurm EX. Oh, das ist eine EX-Karte. Lol, einfach Schlurm EX. Oha, oh, der ist ja grün. Das Grün sieht richtig geil aus. Hausdicke Vergeltung. Cool. Schlurm EX. Und wahrscheinlich dann eine Energiekarte und wieder dieser. Genau. Cool, cool, cool. Schlurm EX ist eine geile Sau. So. Gut, dann kann man ja kurz schauen. So, das waren alle leuchtenden Karten. Schlurm EX. Das Schildfossil. Meditier. Nogger. Also wer meine Lieblingskarte ist, muss ich glaube ich nicht sagen. Duraludon, Eisenfels, Zukunft, Beaturi-Ex. Okay, Eisenfels, Beaturi sind vielleicht Platz 1 bis 2. Platz 2 und 3. Aber Platz 1 ist Monetigo EX. Genau. Und die drei halt so. Ne? Genau. Jo, werde ich wahrscheinlich alle in den Ordner packen. Jo, meine Damen und Herren, das war das erste Update-Video von hoffentlich vielen. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim neuen Video wieder. In dem Sinne auch darin, ruft dahin.